Hallo liebe Rust-Freunde und liebe Trojaner und liebe Pox-Player und ja, ich bin am Sterben, aber willkommen zurück und ja, wir sollten uns jetzt mal ganz schnell auf den Weg machen und Pox, ich bin am Sterben, Hilfe. Ja, ich auch, mir ist kalt. Ja, richtig, mir ist nass, mir ist kalt, ich bin komplett durchnässt. Wir müssen uns jetzt schnell erstmal ein Feuer machen, würde ich sagen. Schnell hier ein bisschen Holz abbauen. Wollen wir uns hier erstmal... Bäumchen hier abbauen? Ja. Boah, das wird knapp. Das wird gefährlich. Oh ja, 100 Holz brauchen wir. Oh, weia. Mir ist kalt, ich friere, ich werde erfrieren. Alter, wie heftig ist das denn? Das war beim letzten Mal nicht so. Ich hab noch 45, 43, 42. 60, nein! Ja, nachts wird's halt kalt, ne? Okay, ich hab 100 Holz. Ich auch. Warte, ich mach das Feuer gerade. Oh, verdammt. 50. 50. Ah, nein, das wollte ich nicht. Zu hier. Oh, verdammt. Das Feuer. Brauch noch. Oh, verdammt. Ich brauch... Warte mal. Haben wir hier irgendwas? Such mal hier. Vielleicht ist hier irgendwo ein Tier. Ah, interessant finde ich, mir ist kalt und ich blute, ne? Ja, ja. Das ist doch normal. Wenn es kalt wird, dann... Vielleicht, wenn wir uns bewegen, bleibt uns warm. Ach so. Vermute ich mal. Vielleicht. Hilfe. Nein, es geht immer weiter runter. 14. Oh, 34. Nein, nicht schon wieder. 12. Ah, hier oben in dem Leuchtturm, da ist doch ein Feuer drin. Da war unten eine Feuerstelle. Okay, schnell hinter. Das werde ich nicht mehr überleben, der ist zu weit weg. Wie viel Energie hast du noch? 11. Oh, komm, warte. Aber mir ist nicht mehr kalt. Mir ist noch kalt, aber... ich verliere keine Energie mehr. Aber egal, ich platziere jetzt erstmal ganz kurz ein Feuer. Ja, genau. Open Fire, warte, ich pack. Hast du Holz reingemacht? Ah, nee. Nein, nicht. Wo bist denn du? Geh weg von dem Feuer, geh mal einen Schritt nach hinten. Geh einen Schritt nach hinten. Ich seh dich nicht. Geh einen Schritt nach hinten, dann. Gut. Ich gehe ganz viele Schritte nach hinten. Achso, wo bist du denn? Ich bin hier beim Feuer. Du hast das Feuer angemacht? Ach, da hinten bist du. Ist du warst doch die ganze Zeit neben mir. Weiß gar nicht. Irgendwie nicht. So, hier beim Feuer ist mir aber auch irgendwie nicht warm, ne? Also, ich habe immer noch diese Schneeflocke. Ja, aber bei mir ist jetzt von Rot auf Gelb gewechselt. Oh, jetzt ist mir warm. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal trocken. Ja. So. Gut. Wenn gleich Tag ist, dann gehen wir mal weiter Richtung Wald, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dass wir uns dann da irgendwo mal ein paar Tiere suchen. Allerdings mit 11 Lebenspunkten kann man sich da irgendwie wieder rausholen oder? Es soll Bandagen geben, die Blutung stoppen, aber wie das jetzt mit der Energie aussieht. Ansonsten machen wir uns halt zwei Schlafsäcke und ein kleines Häuschen. Ja, das wäre erstmal das Erste. Also, liebe Leute, dadurch, dass die Server zurzeit immer aktuell sehr schnell geupdatet werden, ihr habt das ja in der letzten Folge gesehen, werden wir jetzt erstmal Massenfolgen aufnehmen, versuchen so schnell wie möglich alles hintereinander und ja, dann schauen wir weiter. Was meinst du? Können wir das Feuer ausmachen? Warte, mach mal aus. Okay, mir ist jetzt wieder warm. Auf jeden Fall mal. Okay, dann nehme ich mal das... wieder mitnehmen? Nee, das Feuer nicht, aber ich kann das Holz rausnehmen. Ja genau, dann mach das mal. Nehme ich das Holz mit raus. Ah, die Kohle. Ach komm, nehme ich mit. Gut. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal hier den Fluss entlang. Ja. Bist du hinter mir? Ja. Ja, ich sehe Richtung dich. Wald. Ist es ratsam, hier schon solche Sachen abzubauen? Ja. Da wird mir direkt wieder kalt. Echt? Ist hier schon wieder kalt? Ja, also, diese Schneeflocke, aber sie ist nur orange, nicht rot. Bei mir war sie vorhin die ganze Zeit gelb. Ich habe geblutet. Oh, und du brauchst 20 Stunden von einem Ende zum anderen. Okay, ich habe es ja mal gesagt, cool. 13 Stunden. Aber wenn es jetzt mittlerweile 20 sind, dann ist er wirklich bei weitem größer. Damals brauchte man 13 Stunden, um die Insel herumzukommen. Da seht ihr mal, was wir jedes Mal, wenn wir aufnehmen, auf uns nehmen, um uns zu finden. Ja. Das ist nur Steine. Immer wieder. Oh, guck mal, hinten sind haufenweise Steine. Aber wir brauchen jetzt gerade erstmal keine Steine, wir brauchen Holz. Wir wollen ja uns da ein bisschen in den Wald reinbegeben, ne? Ein bisschen hier nicht so offensichtlich. Ich folge deiner Staubspur.
Folge meiner Staubspur. So. Bitte nimm deinen Kopf zwischen den Schultern wieder nach oben. Was? Sah gerade aus, als ob du einen Kopf hättest. Natürlich habe ich einen Kopf. Naja, aber es sah gerade so aus. So, ich würde sagen, guck mal hier, das sind schöne große Bäume, hier kann man schön Bäume fällen. Ja. Yep. Ich würde sagen, ich fäll Bäume und du suchst uns ein paar Tiere. Okay, weil ich mehr Energie habe, ne? Ja, so in etwa. Warte mal. Sei mal ruhig. Ah, ne, du kannst ja weiter hauen. Ich ja, in dieser irgendwas. Folge seht ihr 20 Minuten lang, wie ich auf einem Baum einschlage. Yay! Und ihr seht, wie ich hier auf die Jagd gehe. Und jetzt ganz leise. Hört ihr das? Hier ist wirklich ein Tier in der Nähe. Ganz leise. Leise rieselt der Schnee. Ruhe! Okay, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich leise oder laut bin. Zurzeit haben sie noch keine Intelligenz. Nein, die Tiere verfolgen einen sogar. Noch vor der Aufnahme, wo wir uns gesucht haben, sind einfach mal knallhart 3-4 hinterher gelaufen. Und gelaufen. So, erstmal Schlafsäcke waren das, ne? Ja, bitte. Wie viel brauchten wir denn? 50. Ja, 50. Oh. Ja. Ich bin jetzt hier gerade in dem Wald drin, ne? Nur, dass du es weißt. Ja. Und wie immer verändern sie immer noch ihre Form, die schönen Tierchen. Ich würde sagen, wir bauen uns doch direkt hier. Das finde ich schön. Hier bauen wir uns ein Häuschen. Nee, das, ja, okay, das ist zwar sehr offensichtlich, das ist ja wohl bewusst, ne? Ach so. Deswegen, also. Wir wollen dich hier alle nur Beta spielen und ich denke mal, morgen kommt sowieso der nächste Patch raus, deswegen. Kommt jeden Tag mindestens 1, 2, 3, 4 Patches. Na also. Ich habe jetzt erstmal 40 für ein Sleeping Bag. Das Problem ist aber. Beinahe wäre ich hier ganz schön tief runtergefallen. Hier ist irgendwo noch ein Tier. Ich glaube, ich habe was Falsches gemacht jetzt. Was hast du denn gemacht? Stone. Ich stelle gerade eine Stonehenge her. Nein, das bringt nicht weiter. Die funktioniert leider noch nicht. Kannst aber auch nicht mehr abbrechen jetzt. Nee, das ist richtig. Mann. Hat 100 Holz gekostet. Und jetzt mal eine andere Frage. Wieso brauche ich von Foundation Plan Papier? Ganz einfach, damit du das Rezept erstmal kannst. Darum geht es hauptsächlich. So, okay. Das ist das Grundprinzip dahinter. So, ich kann jetzt erstmal den ersten Schlafsack machen. Ja. Aber ich sammle erstmal weiter. Ich höre hier immer noch Tiere. Halt. So, ich brauche jetzt noch ein Tier und dann kann ich für uns beide einen Schlafsack machen. Ja, das wäre so. Ich würde sagen, ich mache einfach Papier, oder? Genau, mach einmal Papier. Ich muss auch noch Papier machen. Reichen überhaupt 100 Holz? Nee. Ich muss auch erstmal den Rückweg wieder zu dir finden. Haha. Und die Baumtextur, die müsste auch nochmal hier bearbeitet werden bei den großen Bäumen. Ich weiß nicht, ob du die großen Bäume mal angeguckt hast. Sehr schwammige Texturen. Es sieht aus wie ja. 1995, so die ersten 3D-Texturen. Aus der Entfernung sahen sie top aus und aus der Nähe sahen sie flop aus. Ja, durch das Anti-Aliasing ist es ja dann auch noch so, dass sie so schön verschwommen sind, dass man wirklich denkt, man wäre irgendwie, ja. So, mit den Foundations, wenn du die hast, ne, und dem Papier, kannst ja. du dann auch noch einen, brauchst du auch noch einen Hammer, einen Holzhammer. Okay, ich klopp mal dann weiter auf den Baum ein. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn ja. jetzt wieder ein Server-Vibe ist und wir Schlafsäcke haben und die ja. Gebäude wie beim letzten Mal bestehen, Sind die Gebäude ja da geblieben. Ja, die Gebäude sind da geblieben, aber die Frage ist halt, ne? Wäre halt interessant zu wissen, ob die Spawnpunkte dann auch bleiben.
Kann ich dir jetzt aktuell nicht sagen. So viele Vibes habe ich jetzt noch nicht mitgemacht. Wir nehmen es ja jetzt erst regelmäßig auf. Psst. Ich höre gerade kein Tier. Siehst du irgendwo bei dir noch ein Tier? Nee, ne? Nein, ich habe hier Bäume. Ich muss auch gerade mal wieder den Weg zu dir finden. Haha, ich habe mich verlaufen. Oh nein. Aber so weit wird es ja nicht weg sein. Ich muss nur irgendwo. Beim Grund. Du bist doch hier der Pfad. Ja, ja, bin ich ja auch. Ah, ich habe den Weg schon wieder. Ich sehe den Turm. Ja, gut. Hoffe ich doch, oder? Ich habe bisher immer nur einen Schlafsack. Also du müsstest eigentlich noch da unten sein, an der Stelle. Wo ich dich gelassen hatte. Da bin ich jetzt wieder. Ah, da ist der Bär. Gut, ich habe gleich die ganzen Klamotten. Ich bin so ein Noob. Mach das zweite Mal Papier. So. Gut, ich habe jetzt genügend, damit wir uns zwei Schlafsäcke machen können. Ja, das ist schon mal. So, ich komme jetzt zu dir. Du stehst hier immer noch? Ah, du haust ja immer noch Holz ab. Ja. Gut, dann gebe ich dir jetzt erstmal was, damit du deinen Schlafsack machen kannst, dass wir hier einen Schlafsack platzieren können. Ich hoffe, kann man den jetzt eigentlich mittlerweile wieder einsammeln? Ich weiß es gar nicht. Jetzt muss ich genau 50 Stück erwischen. Oh, das ist so wieder so totaler Humbug. Ich muss genau die 50 erwischen. Mach das mal, Pixel genau. Oh. Du kannst ja auch einen machen und mir das Restliche geben, was dann übrig bleibt. Stimmt. Das wäre Logik. Wo war denn der? Unter Klamotten? Nee, unter. Genau, Sleeping Bag. So, und dann. Drop. Liegt hier. Liegt vor meinen Füßen. Irgendwo ja, hier, ja, hier, ja. Hier. Mach dir ein Sleeping Bag. Okay. Müsst du unter einem Regenschirm sein? Ja, schon gefunden. Wood, Storage Box, Furnace, Lantern, Sleeping Bag. Was nicht? Ich kann übrigens den Foundation planen. Brauchst du auch noch Papier? Ich habe noch eins. Nee, Papier habe ich. Glaube ich, ja. Ich mache mir jetzt gerade, damit ich den Foundation Plan machen kann. Dass wir beide dann bauen können. Ja. Ja, liebe Leute, die Stonehenge ist leider immer noch buggy. Ja, die tut gar nichts. Ist. Die funktioniert leider nicht. So, jetzt mache ich gerade meine Foundation. Ich lege jetzt auf jeden Fall erstmal mein Schlafsack hier aus. So. Kannst du ihn dann nochmal aufheben? Ich weiß nicht, ich probiere es aus. Und ich kann damit gar nicht mehr interagieren. Ich versuche es nicht, den kaputt zu machen. Ich wollte gerade sagen, lass ihn erstmal da liegen. So, jetzt kann ich hier anfangen mit bauen. Jetzt brauche ich nur noch den Hammer. So, also ich könnte jetzt hier. Okay. Du brauchst jetzt noch einen Hammer. Mit dem Hammer müsstest du dann da draufhauen und dann würde das gehen. Darum, ich kann das jetzt ja auch höher. Ich kann das jetzt hier schön ausweiten. Zack. Zack. Irgendwie werden deine erst spät geladen. Hallo? Ach, das ist nur. Das ist nur. Okay, und dann muss ich das mit dem Hammer praktisch aufbauen. Richtig. Ah, dann mache ich mir mal noch einen Hammer. Mache ich gerade schon bei mir. Hammer. So. Der MC-Hammer praktisch. Eva Herde Hammer. So, ach, mein Hammer ist auch schon fertig, gut. Jetzt wird's nämlich dann teuer mit dem Hammer. Werden die bei dir auch nur so komisch geladen? Also ein bisschen und dann nicht mehr und. Vor allem kannst du da jetzt schon drauflaufen? Ja, das kannst du. Ah, ist ja cool. So, gleich ist aber mein Holz alle. Ja, ich habe jetzt wieder einen Hammer, dann kann ich mal weitermachen. So, jetzt wollte ich mal gucken, ja. Foundation Triangle. Ist er jetzt schon dabei? Ja, Triangle ist dabei, ist das geil. Nein, ich habe nicht genügend Holz.
genau, bau die mal weiter aus. Ich will dir gleich mal was Cooles zeigen. So. Du brauchst ganz schön viel Holz für jedes einzelne. Ja, brauchst du auch. Na nun, was ist das? Triangel. Du kannst auch hier im Dreieck bauen. Das ist noch nicht fertig von der Grundstruktur her. Okay, das war jetzt ein bisschen doof geplant. Obwohl, naja, geht eigentlich noch. Ah, Mist, schon wieder nicht genügend. Ich zeig dir gleich mal, wie das dann aussieht. Passiert bei mir gar nichts. Das ist schon fertig. Das ist so fertig. Da fehlen die Texturen. Ach so. Das ist ein Platz halt. Habe ich gerade gesagt, mein lieber Fox. Das habe ich gerade gesagt. Nee, böse sein. Doch, ich bin ganz böse. Das Problem ist, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt hinkriege. Muss ich das hier nochmal ganz kurz ersetzen? Ja, doch, das geht. Ha. So, jetzt kannst du das mal ausbauen. Hier, das eine da. Dass du das mal siehst. So. Siehst du, das ist dann hier so ein Platzhalter. So, wenn du auf deine Foundation Plan klickst, mit rechts, öffnet sich ein Menü. Auf eine umgebaute. Nee, auf Foundation Plan selber, bei dir, unten, sagen wir mal die 2 oder 1. Und dann kann ich Wände hochziehen, oder wie? Tada, eine Tür, eine Tür, eine Tür. Kann das nur droppen dann. Wenn du jetzt zum Beispiel die 2 auswählst mit dem Foundation Plan, ja, machst du Rechtsklick. 2 und Rechtsklick. Oh, ich sag nichts mehr. So. Moment mal, Floor. Ball. Ah. So, warte. Guck mal, jetzt machen wir das so. Ja, ich zeig dir das. Wir machen jetzt hier 2 Bereiche. Dein Zimmer, mein Zimmer. Cool, hä? Cool. Und dann hier noch eine Wand dazwischen, oder wie? Muss halt gucken, mal rastet's einmal nicht, ne? Ja, es ist irgendwie komisch, aber... Ja, es ist halt, weil du auch frei platzieren kannst, ne? I can go. Vor allem, was mir jetzt gerade nicht ganz gefällt, ist die Größe. Die passt nicht hundertprozentig. Dann hast du irgendwo falsch platziert. Warte, ich gucke. Warte mal. Ganz einfach. Zack. Einfach mit Stein draufhauen dann, oder? Ja. Warte, ich guck mal wegen dem Raster. Ich guck mal wegen dem Raster. So. Hier ist das erste Raster, da ist das zweite Raster und da ist das dritte. Für das dritte reicht es nicht. Ah. Musst du wirklich gucken, das ist echt Übungssache. So, aber liebe Leute, ihr seht das erste Mal, dass der Pox und meine Wenigkeit hier anfangen, ein Haus zu bauen. Und das schon in der so gesehen ersten Folge. Ich hab ein Haus. Ein Thron und ein Pferd. Das Pferd, das möchte ich sehen. Den Thron, das weiß ich, aber das Pferd, das möchte ich. Egal. Okay, liebe Leute, das sieht noch ein bisschen sehr komisch aus. Kann man jetzt drüber streiten, aber egal. So, meine Wand ist dann soweit fertig. Jetzt mache ich noch die Wand von Pox. Ach, guck mal, ich hab's genau hingebracht. Ah, hier, guck mal. Eben gerade hat er es noch gemacht und jetzt nicht mehr. Ach, da hinten ist auch noch. Warte mal, wieso? Oh nein, ich habe den Fehler gefunden. Ja? Jo, das Ding hier. Guck mal, geh mal hier, guck mal. Hier ist doch dieser kleine Knüppel drin. Da ist der Knüppel drin. Deswegen, das passt hier alles. Und das Ding muss dann ab, das musst du mit den Steinen abhauen, richtig. Dann komme ich von der anderen Seite. Obwohl, ich stelle mich daneben, oder? Müssen wir mal zusammen draufhauen. War das lange? Ja. So. War doch nicht so lange. Ja, weil wir es zusammen gemacht haben. So. Jetzt passt's. Ja, ich habe kein Holz mehr. Pox, hier hast du auch genauso Unfug gebaut, guck mal.
Ja, ich hab's schon gesehen, aber ich hab's noch nicht gebaut. Ja, ich muss ja überall mal gucken. Hallo? Warum kann ich das? Ach, ich hab kein Holz mehr. Ja. Du bekommst also so eine schöne Error-Meldung vom Server. Not found. Nein. Doch, muss man drauf achten. Ja, ich fahr jetzt erstmal wieder Holz. Aber wir sind schon wieder bei den 20 Minuten. Ich wollte gerade sagen, ja, liebe Leute, wir sind ja schon bei den ersten 20 Minuten. Wir wollen das ja so elegant wie möglich für euch gestalten, deswegen, wir bauen jetzt hier gleich noch weiter in der nächsten Folge und ich würde in dem Augenblick sagen, ich bin euer Dro. Tschö, tschö. Jo, haut rein, bis morgen, übermorgen, bis zum nächsten Mal. Bis dann.